Hallo, ich bin die Andrea Böhmer. Ich bin eigentlich schon von Anfang an in der Kunstwerkstatt dabei, habe schon verschiedene Workshops gemacht und auch, bin auch beim Kreativnachmittag manchmal da. Mein eigentlicher Schwerpunkt ist aber Speckstein und den mache ich nicht in der Kunstwerkstatt, das mache ich hier in meiner Speckstein-Gartenwerkstatt und die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, hier sind wir jetzt am eigentlichen Arbeitsplatz und ich zeige euch einfach mal, wie die Abfolge ist vom rohen Stein bis zu den fertigen. Das Ganze natürlich nur jetzt angedeutet, weil das dauert ja natürlich viel länger. Wir können am Anfang, wenn die Steine noch zu groß sind oder wenn es auf jeden Fall gilt, größere Teile zu entfernen, dann kann ich mit der Säge arbeiten. Ich kann dann die grobe Form mit der Raspel bearbeiten, sodass ich erstmal in groben Zügen den Stein gestalte nach meinen Vorstellungen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich, das muss ich euch am nächsten Stein zeigen, Feinheiten noch mit der kleinen Raspel rausarbeiten. Also hier soll noch sowas wie eine Schneckenform entstehen. Das würde ich hier vorsichtig mit der kleinen Raspel reinarbeiten. Ich kann zum Glätten eine Feile nehmen oder auch, wenn ich gerade in solche Vertiefungen muss, dann würde ich das auch noch mit einem Messer bearbeiten und schon mal so ein bisschen glätten. Wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Stein hat schon seine Form, dann kann ich mit dem groben Schleifschwamm anfangen und schon mal die groben Schnitzer, die Raspelspuren hier wegzuarbeiten. Ich zeige euch das in verkürzter Form. Das Ganze dauert natürlich etwas länger. Da sieht das schon mal so aus. Dann kommt ein feinerer Schwamm dran, der die Oberfläche noch etwas glatter macht, wie gesagt im Schnellverfahren. Und zum Schluss ein ganz feiner Schwamm, der wirklich ganz, ganz glatt den Stein schleift. Das sieht dann so aus. Also hier kann man eigentlich noch gar nicht so genau sehen, was drin steckt. Und hier ist er fertig geschliffen, nass. Der wird dann anschließend noch getrocknet, mit Poliercreme eingerieben und einmal nachpoliert und dann ist er wirklich fertig. Was mich an diesen Specksteinarbeiten am meisten fasziniert, das ist jedes Mal so ein Überraschungsmoment, wenn man sieht, was eigentlich für eine Maserung im Stein drin steckt. Das sieht man dann, wenn man ihn nass bearbeitet. Und ich kann euch hier im Einzelnen mal zeigen, wie der Stein aussehen kann, wenn er fertig poliert ist. Aus dem wird zum Beispiel hier diese schöne Maserung in verschiedenen Grün-, Braun-, Schwarztönen. Dann haben wir hier sowas unscheinbar bräunlich-gräuliches. Das sieht fertig so aus. Aus diesem doch recht hellen grauen Stein wird ein ziemlich dunkler. Und dieses Braun verwandelt sich so. Dann gibt es auch noch grüne Steine. Ganz vereinzelt gibt es auch noch weiß und rosa. Die verändern sich jetzt nicht so stark mehr. Da ist die Überraschung nicht ganz so groß. Also die Kurse biete ich für große und kleine an. Manchmal arbeiten wir auch bunt gemischt. Das hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn die Erwachsenen und die Kinder zusammenarbeiten, was jetzt nicht unbedingt Familien sein müssen, sondern auch Fremde. Die inspirieren sich gegenseitig. Die Erwachsenen haben schon die Ausdauer und die Geduld.
Und da können die Kinder so ein bisschen gucken, wie man dranbleibt an der Sache. Und die Kinder auf der anderen Seite sind eigentlich immer sehr unbefangen und arbeiten drauf los, ohne Angst, was dabei hinterher wohl rauskommt. Und eine Sache finde ich auch noch sehr schön, das passiert manchmal bei, gerade bei Tieren, wenn man da am Arbeiten ist und sie gelingen einigermaßen, wobei ich keinen Wert auf anatomische Korrektheit lege. Trotzdem gibt es ganz selten immer solche Momente, wo man die Tiere in der Hand hat und noch so feine Formen rausarbeitet und man hat plötzlich das Gefühl, jetzt fehlt nicht mehr viel, jetzt werden sie gleich lebendig und springen einem aus der Hand. Da ich festgestellt habe, dass viele Kinder auch gerne mit Hammer und Meißel arbeiten, habe ich mir auch noch ein paar Sandsteine zugelegt. In kleiner, in größer. Die sind relativ weich, gut zu bearbeiten, sodass man einigermaßen schnell vorankommt. Was daraus entstehen kann, zeige ich euch jetzt. So könnte das aussehen, wenn der Stein fertig ist. Dann wird er bepflanzt. Und wenn er immer ein bisschen Regen abkriegt, dann wächst das so langsam alles zu. Wenn das jetzt euer Interesse geweckt hat, wenn ihr ein bisschen Lust bekommen habt am Speckstein arbeiten oder Sandstein arbeiten, dann meldet euch doch bei der Kunstwerkstatt. Ich würde mich freuen, euch hier begrüßen zu können.